Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Strange Days hier. Und nach langer, langer Zeit spielen wir wieder Mountain Blade Warband. Ja. Ich hoffe, alle Einstellungen sind gut. Ich habe die neueste Version von PlayClaw in der Zwischenzeit installiert und den Computer neu aufgesetzt und musste alles neu machen. Und überhaupt. So. Genug technischen Gebrabbels. Das war überhaupt kein technisches Gebrabbel, das war einfach nur Scheiße. ich habe gute Laune. Ich habe heute einen Riesenhaufen Arbeit von meinen Schultern schaffen können. Das war gut. Das war gut. So. Woran ich mich noch erinnere, vom letzten Mal. Ich hätte das letzte Video nochmal gucken sollen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich am Ende des letzten Videos gesagt hatte, dass ich glaube, dass wir endlich in der Lage sein sollten, Lady Mia komplett und ein für alle Mal für uns zu gewinnen, weil unser Beziehungsstatus mit der auf 20 stehen sollte. Oder jetzt kommen sollte, wenn ich wieder mit ihr rede. Und gucken wir doch mal. Aha, was wir noch so für Aufgaben haben. Moment, ich habe noch mein komisches Overlay an. So. Okay. Okay. Also, wir wollen mal wieder einen Jarl verarschen. Also eine Intrige gegen ihn durchführen. Und wir suchen Lady Mia auf. Welcher Jarl war das? Jarl Turegor. Okay, gucken wir mal, ob wir dem über den Weg laufen, zufällig. Genau. Ich laufe jetzt nach Dingsbums hier, nach Tier. Und wir besuchen Lady Mia. Und falls auf dem Weg was passiert, sage ich euch Bescheid. Oh mein Gott. Wir wurden angegriffen. Ich wollte mir gerade ein paar Rekruten holen. Und dann kamen mir so ein paar Säcke an und dachten, sie machen mal Stress mit Lord Tattlepants. Vielleicht hättet ihr euch jemanden suchen sollen, der nicht Lord Tattlepants ist. Ihr Deppen. Wieso habe ich keine volle Lebensenergie? Ja, eindeutig hätte dich euch jemand suchen sollen, der nicht Lord Tattlepants ist. Weil Lord Tattlepants ist ein ganzer Mann. Ein ganzer Mann! Und du bist jetzt nur ein halber Mann, yo. Ah, Bitchin. Ich wollte immer noch rekruten, trotzdem. Zwei. Yay. Ja, weil wir haben einen relativ großen Teil unserer Armee verloren, letztes Mal. Die Musik kommt mir ein bisschen laut vor. So. Ja genau, wir haben letztes Mal ein paar Rekruten ja verloren bei unserer Schlacht um Raverdin. Und, oh genau, wir hatten noch das Problem, dass unsere Moral, ja, ziemlich niedrig ist, weswegen wir auch so noch ein paar Rekruten Leute verloren haben. Ich glaube, da bleibt mir nicht viel anderes übrig, als die durch Kämpfe wieder hochzubekommen und, keine Ahnung, Bier zu kaufen und so ein Kram. Egal, wird schon, keine Panik. Ich bin wieder da, wenn wir in Tier ankommen. Seht doch mal, wen wir da haben. Jarl Turegor. Das ist der, den wir irgendwie niedermachen sollen. Allerdings habe ich gerade nochmal gelesen, hier steht, wir sollen den privat denunzieren. Ich weiß nicht, was das heißen soll, privat. Ob wir einfach nur mit King Ragnar reden sollen oder so und Gerüchte verbreiten. Ich rede erstmal mit ihm. Wenn ich ihn einfach herausfordern und verprügeln kann, dann machen wir das. Weil das ist es nun mal, was wir am besten können. Wie sich herausgestellt hat mittlerweile. Leute verprügeln. Am besten Leute in der Unterzahl verprügeln. Am besten Schulkinder in der Unterzahl verprügeln. Das ist so unser Ding. Oh, es bleibt halt nicht da rein. Das ist eigentlich egal, glaube ich. Trotzdem. Ich bin Lord Tattlepants, yo.
Ja. Aha. Okay. Okay. Nee, ich kann ihn, wie es scheint, auf jeden Fall nicht herausfordern oder so und gegen ihn kämpfen. Das heißt, okay, dann werde ich erstmal versuchen, bei nächster Gelegenheit mit King Ragnar zu sprechen. Vielleicht bringt das ja was. Und wir brauchen mehr Rekruten. Niemand? Was? Wieso nicht? Wieso liebt ihr mich nicht? Wieso liebt ihr mich nicht? So, fast in Tier. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Das hat ja jetzt ewig gedauert. Sonst mussten wir hier die Lady Mia umwerben. Ich glaube bestimmt, keine Ahnung, 40 Folgen lang oder so. Und wir können Leute upgraden. Upgrade. Wieso haben wir schon wieder Vaegir-Rekruten? Na, egal. So. Wir visiten die Lady. Jetzt kommt's. Auf 20. Bla bla bla. Haben wir eine Zukunft zusammen? Ja! Ja! Jetzt muss ich nur noch ihren Vater fragen, ob er cool ist, wenn ich sie heirate. Aber ich meine, der hat uns schon vor ein paar Folgen irgendwann mal seine Zustimmung gegeben, zumindest, dass wir sie daten dürfen. Vielleicht ist er sogar hier. Aber ich glaube es nicht. Nee. Cool, cool. Wir gehen nochmal kurz einkaufen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh, wir haben einen Haufen Geld haben wir. Stimmt, wir haben jetzt auch echt relativ gute mittlerweile Geschäfte am Laufen. Was Schönes. Was wirklich Schönes. Vielleicht soll ich mal eine Zeit lang sowas probieren, wie so eine große Axt schwingen statt meiner Lanze. Die Lanze ist so mega gut. Ich weiß es nicht. Okay, noch was, die Brauerei. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr machen wollten mit diesem Kram. Also mehr Geschäfte und so kaufen. Das ist gar nicht lange her, dass wir Neues gekauft haben. Ich glaube also eher nicht. Naja. Also wir suchen. Gott, wieso folgen mir nicht mehr Leute? Vielleicht, weil meine Party-Moral so niedrig ist. Das würde Sinn machen. Ja. Okay. Wir suchen Jarl Aedin und King Ragnar. Die beiden. Die brauchen wir. Und ich muss niesen. Oder doch nicht? Oder doch? Oh Gott. Doch. Ich weiß, das hätte ich nicht mit aufnehmen müssen, aber ich wollte. So. Wo sind denn die nur? Wir können natürlich einfach Menschen fragen, wo die sind. Haben wir nicht im Moment Feinde? Ja, wir haben noch Jaltuluk. Wir haben. Genau, das ist eigentlich auch unser nächstes Ziel, so. Die Dings, wie heißen sie? Vaegir? Sind das auch? Ja, Vaegir. Die sind halt, ne, voll kaputt, weil wir alles von denen haben, bis auf den kleinen Kram hier. Und ja, mal sehen, ob wir nicht dann doch irgendwann mal eine Burg einnehmen können von denen. Die letzten Versuche waren ja eher so mittelmäßig. Da haben wir immer nur so teilgenommen an den Belagerungen und die nicht geführt. Oder es hat nicht geklappt, dass andere Lords uns wirklich helfen. Läuft als. Ist halt nicht so einfach. Mehr Rekruten. 4. Das ist doch schon mal was.
könnten echt so ein paar erfolgreiche Kämpfe gebrauchen, um unsere Moral zu stärken. Ja, ich laufe mal ein bisschen weiter rum und ich bin wieder da, wenn irgendwas passiert. Es passiert etwas! So ein Buja wird mal wieder angegriffen. Und das lasse ich nicht mit mir machen. Außer derjenige hat eine viel größere Armee als ich. Dann lasse ich das mit mir machen. Jaltuya. Okay. Oh nein! Es brennt. Aha! Mit dem nehme ich so locker auf. Ja. Was hat der? Der hat ein paar Veteranen. Aber es ist mir egal. Ich will einen Kampf. Obwohl wir haben echt nicht gerade. Ja. Unsere Armee hat schon ziemlich gelitten in der letzten Folge. Aber 58. Ich glaube, das schaffen wir. Ich sage einfach mal, wir schaffen das. Ah! Okay, jetzt haben wir noch riesige Unterstützung, glaube ich. Surrender or die. Mhm. Ja. Okay, wir sind fast 200 gegen seine 60. Ruckel, hör auf zu ruckeln. Okay. Steuerung. Schützen mal hier hin. Oder Infanterie läuft erstmal einfach weiter, das ist okay. Ne, Schützen hier hin, Infanterie hier vorne hin. Und Kavallerie hier hin. Ist Nizza schon wieder unterwegs? Ich bitte euch. Ich hole erstmal irgendwen vom Pferd. Achso, ja, Nizza macht schon wieder alles auf eigene Faust. Bam! Wow. Oh, ich hab das Pferd getroffen. Statt den Typ auf dem Pferd. Das passiert mir häufiger. Bam! Ach, das läuft wunderbar hier. Ich mach mir keine Sorgen. Ah! Wie kannst du es wagen? Ha! Nur mit deiner blöden Lanze. Ha! Stirb! Oh, ich glaube, unsere Verbündeten haben alle ihre Leute verloren, wie es aussieht. Wieso steht ihr so nah beieinander? Das habe ich nie so angeordnet. Infanterie ein bisschen nach vorne, bitte. Und ich habe gelevelt! Oh mein Gott. Großartig. Oh. Mensch auf Pferd. Mensch mit Stock im Gesicht. Und ja, ich glaube, die Sache hat sich fast erledigt. Infanterie greift doch einfach jetzt mal an. Oh! Scheiße. Das tut mir leid, Pferd. Was habe ich bloß gegen Pferde? Ich verstehe es nicht. Und wieso dreht sich mein Pferd? Das habe ich gegen Pferde. Immer die Pferde. Ich mache das wirklich nicht extra, ganz im Ernst. Damit habe ich auch das Pferd getroffen. Oh! Wow. Das hätte sogar fast ein bisschen getroffen. Nö. Nö. Verdammt. Kannst mich mal. Ah, schön. Schön. Haben wir wieder gut gemacht, haben wir das. Und wir haben 4 Moral dazu bekommen. Das ist auch schön. Und der Typ läuft leider weg. Naja. Und nee, wir wollen nicht noch mehr Vaegir-Leute.
Und ein fast kaputt. Was? Ah, wahrscheinlich. Wieso bekommen wir so wenig Kram? Wahrscheinlich, weil. Weil wir so viel Hilfe hatten oder so? Ich weiß nicht. So. Upgraden. Upgraden. Wollen wir. Ja, wir machen uns mal ein bisschen. Ein bisschen Kavallerie. Wir haben nie Kavallerie gehabt. Und upgraden. Graden wir mal kurz ab. Letztens hatte ich irgendeine Idee, was mal Sinn machen würde, aufzuleveln, aber ich habe es schon wieder vergessen. Inventory. Ach, eigentlich haben wir meistens genug Platz im Inventar. Ah ja, Leadership. Da können wir mehr Leute mitnehmen. Das ist auf jeden Fall gut. Das braucht Charisma. Dann leveln wir auch nochmal Charisma, damit wir das noch häufiger machen können. Und whatever. Sehr schön. Was nun? Ich guck mal, ob King Ragnar in Rivadin ist, er bestimmt nicht. Ich guck trotzdem mal. Nö, niemand ist da. Jarl Raek. Troja. Wo sind denn die, die ich suche? Ah! Den könnte ich auch noch fertig machen, wenn ich Lust hätte. Der hat. Boah, der hat fast nur Rekruten. Das wäre ein leichter Sieg. Und wir sind ja, wir sind schneller, wie immer. Wir sind einfach die schnellsten. Jarl Tuluk, hä? Oh Gott, und Jarl, ja, pff, nö, dann macht ihr das mal. Habe ich keine Lust drauf. Was? Okay. Er hat dann ist anscheinend direkt abgehauen. Jarl Olaf. Na komm, irgendwer wird doch hier sein, oder? Ah, Toja schon wieder. Ah, niemand da. Okay, ich suche weiter die Leute, die ich suche. Und wir sehen uns wieder, wenn was passiert.